Mein Name ist Emil Sandkohl. Das Thema dieses Lehrfilms ist Van den Gogh. Ich werde Ihnen in den folgenden 60 Minuten viele nützliche Informationen über diese interessante Qigong-Art geben. Ich werde Ihnen nun erklären, warum dies für Sie nützlich sein könnte und warum diese Übungen so hoch wirksam sind. Van den Gogh bedeutet zu Deutsch übersetzt so viel wie die Methode, die es den Kindern des Drachen ermöglicht, zu fliegen. Van den Gogh harmonisiert das gesamte Meridiansystem, indem es energetische Blockaden löst. Es leitet verbrauchte kalte Energie aus und führt dem Organismus frische, positive, warme Energie zu. Es befähigt den Übenden von Mal zu Mal mehr, die Verantwortung für seine eigene Gesundheit zu übernehmen. Doch nicht nur das, sondern sich auch selbst zu heilen und auch der mentale Zustand verändert sich positiv. Ich werde Ihnen nun erklären, was Sie wissen müssen, um das zu verstehen, worum es hier geht. Jeder Mensch hat eine Ausstrahlung, auch Sie. Und indem Sie die Ausstrahlung der Hände in Verbindung mit der Achtsamkeit des Geistes gebrauchen, können Sie positive Veränderungen in sich herbeiführen. Weil in jedem Körperbereich, dem wir unsere volle Aufmerksamkeit schenken, langsam und stet sich Lebensenergie sammelt. Und dort, wo sich Lebensenergie sammelt, kann Heilung geschehen. Da sich sämtliche Positionen auf verschiedene wichtige Akupunkturpunkte beziehen, ist dieses System so hochwirksam. So werden alle Bereiche des Übenden systematisch aktiviert und miteinander in Verbindung gebracht. Wie das alles praktisch aussieht, werde ich Ihnen von Übung zu Übung zeigen. Die Reihenfolge der Übungen sollte unbedingt eingehalten werden. Wichtig ist, dass Sie täglich üben, weil Sie nur dann im vollen Umfang von den Übungen profitieren können. Machen Sie es sich zunächst zur Gewohnheit, täglich 40 Minuten zu üben. Das werden einige von Ihnen nicht von heute bis morgen können. Deshalb üben Sie die Grundposition, den Ball halten, bis Sie sie 40 Minuten ausstehen können. Beginnen Sie dann mit der ersten Übung und üben Sie diese in dem Zeitrahmen, wie er im Film, im Textfeld angegeben ist. 14 Tage lang täglich, 40 Minuten. Am Anfang der Übungseinheit wird einmal der Ball gehalten, und zwar für 5 Minuten. Dann folgt dem Bauch behüten mit einer Minute. Das ist die Eröffnung eines jeden täglichen Trainings. Zusammen beträgt die Eröffnung 6 Minuten. Anschließend folgt die jeweilige Übung, die einige Male wiederholt wird, und zwar so oft, wie der 40-minütige Rahmen es erfordert. Das ist bei den 10 Übungen unterschiedlich. Das Bindeglied zwischen den einzelnen Übungen ist den Bauch begüten. Yin und Yang kehren zum Ursprung zurück. Diese Übung führt der Region des Unterbauches Yin und Yang Qi zu. Jedem Gemälde liegt eine unberührte weiße Leinwand zugrunde. Deine Methode zu üben ist es, die Rückkehr zu der ursprünglichen weißen Leinwand deines Seins zu vollziehen. Lausche auf das Wunder. Draußen und zugleich drinnen. Begreifen und umgriffen werden. Schauen und das geschaute Selbst sein. Halten und gehalten werden. Das ist das Ziel, wo der Geist in Ruhe verharrt und sich mit der liebenden Ewigkeit vereint. Van den Gogh lehrt uns, Gutes zu tun, selbst wenn wir allein sind.
gelöst vom Selbst ist der Mensch des Dao. Denn der Schwerpunkt des Dao ist das Yin, das Weibliche, der Geist des Tales, das Wasser. Selbstvergessen bewegst du dich auf deinem Weg, ohne ihn absichtlich zu gestalten. Einfach so, ganz von selbst. Indem du bewusst atmest und dich mit deinen verschiedenen Körperteilen in Verbindung setzt, lernst du deinen Körper besser kennen und verstehen. Du findest auf ganz konkrete Weise heraus, wie du ihm Frieden und Freude bringen kannst. Von der allumfassenden, einen Unendlichkeit gehen alle Dinge aus. Und in diese Unendlichkeit gehen alle Dinge zurück. Und dazwischen, in diesem Moment, der zerfließt, gibt es nichts als einen Traum. Und manchmal den Albtraum, aus dem wir erwachen wollen. Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Das Wissen ist in der äußeren Welt unverzichtbar, aber in der tieferen, inneren Welt gibt es etwas anderes. Erleuchtung ist nicht Allwissen, sondern Nichtwissen. Die vollkommene Befreiung vom Krampf des Wissens. Das Wissen bezieht sich immer auf die Welt der Formen, obwohl unsere ursprüngliche Daseinsform formlos ist. Das Leben ist nur im gegenwärtigen Augenblick verfügbar. Um mit dem wirklichen Leben in Berührung zu kommen, müssen wir eben in diesen Augenblick zurückkehren. Wenn ein Eiswürfel ins Wasser geworfen wird, schmilzt er. Er wird einem Naturgesetz folgen zu dem, was ihn umgibt. So wie Eis in Wasser schmilzt, können auch wir lernen, mit unserer Umgebung eins zu werden. Alles ist möglich, wenn es uns gelingt, mit unserer Umgebung in Einklang zu kommen. Die Energie kehrt heim zu ihrer Quelle. Sie fließt in den Bauch zurück. Der Atem kehrt zu seiner Wurzel zurück. Die Wurzel wird gepflegt, indem du dich auf die Region des Unterbauches konzentrierst. Dadurch erreichst du Festigkeit im unteren Körperbereich. Du bist wie ein Baum mit starken, tiefen, weit verzweigten Wurzeln und kannst so allen Stürmen des Lebens standhalten.